Herzlich willkommen hier aus dem Agora Studio in Berlin. Wir haben heute noch vor der Sommerpause ein Webinar zur Frage Elektrifizierung von Wärme in der Industrie, Power to Heat, wie wir es auch nennen. Und wir wollen mit diesem Webinar einen Beitrag leisten zur Diskussion, wie wir einerseits den Gasverbrauch senken können, gleichzeitig die Energieeffizienz in der Industrie steigern, aber auch den Ausbau der erneuerbaren Energien mit einer flexiblen Elektrifizierung unterstützen. Und das ist natürlich Klimaschutz, kurzfristig, langfristig und gleichzeitig eben auch Energieunabhängigkeit, was gerade in der heutigen Krise sehr, sehr wichtig ist. Dieses Projekt ist entstanden aus unserer Arbeit zu Klimaschutzverträgen. Wir haben uns damals Gedanken gemacht, wie wir die Grundstoffindustrie dekarbonisieren können. Das Projekt hat sich damals fokussiert auf Stahl, Zement und auch Chemie. Und ein Aspekt war eben die Elektrifizierung von Wärme, die für einen Großteil der industriellen Emissionen zuständig ist. Wir haben damals dann aber auch gemerkt, dass Klimaschutzverträge nicht unbedingt das richtige Instrument ist und deswegen dieses Projekt als separate Initiative aufgesetzt. Und ja, ich würde sagen, leider ist das durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt ein sehr politisch relevantes Projekt geworden. Wir möchten Ihnen heute die ersten Ergebnisse vorstellen, auch einen Transformationskostenrechner, der erarbeitet wurde, zur Verfügung stellen und dann mit unseren Panelisten in die Diskussion gehen. Wir haben Herrn Dr. Christian Hüttel von Siemens Energy, Philipp Albert vom BMWK, Dr. Tatjana Ruhl von der DENEF und Felix Seebach von der BASF und werden mit Ihnen diese ersten Ergebnisse diskutieren und dann auch sehen, welche Hinweise wir noch bekommen für die Fertigstellung unserer Studie, damit das Ganze dann auch schnell in die politische Umsetzung gehen kann. Damit hoffe ich, dass wir für Sie ein interessantes Webinar hier heute anbieten. Bleiben Sie bei uns. Wir freuen uns auf die Diskussion und die Fragen und Antworten. Als erster Schritt würde ich noch gerne meine Kollegin Julia Metz für eine kleine politische Einordnung auf die Bühne bitten und dann schauen wir uns die Ergebnisse an, um uns dann der Diskussion zu widmen. Julia Metz, guten Morgen und herzlich willkommen. Ja, danke schön und guten Morgen auch von mir. Ich bin Julia Metz, ich bin Leiterin Industriepolitik bei der Agora Industrie und gebe nur ganz kurz sozusagen einen Abriss davon, wie steht unser Webinar mit diesem Thema Elektrifizierung der industriellen Prozesswärme vor, wie steht es im Kontext des aktuellen energie- und klimapolitischen Hintergrunds, und da möchte ich auf zwei Bereiche eingehen. Zum einen natürlich die aktuelle Energiekrise und insbesondere Gasknappheit vom Hintergrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, und zum anderen den klimapolitischen Kontext und unsere Klimaziele. Zum ersten Bereich, natürlich steht da politisch im Vordergrund jetzt erstmal Unterstützung in der Krise, bedingt durch die hohen Energiepreise und auch sozusagen Bemühungen um eine Diversifizierung des Energiebezugs, aber auch Anstrengungen, um kurz- und mittelfristig Erdgas einzusparen, weil also sozusagen jetzt die kommenden Wochen, aber auch für die kommenden Jahre, weil es hier einfach in dem Bereich eine große Unsicherheit gibt. Und wenn man da sich konkrete Ziele anschaut, da ist eigentlich das Konkreteste der Plan der EU-Kommission, Repower EU. Und dieser Plan sieht unter anderem vor, dass in der Industrie bis zum Jahr 2030 zusätzlich 35 Milliarden Kubikmeter Erdgas eingespart werden sollen durch, also europaweit, natürlich durch Elektrifizierung, Energieeffizienz und Erneuerbare.
und zusätzlich, das bedeutet über die Fit for 55-Ziele hinausgehend. Und übersetzt entspricht es ungefähr einer Einsparung von 40% Erdgas im Industriesektor nur in den kommenden 7 bis 8 Jahren. Und diese Ziele aus Repower EU sollen dann die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer nationalen Energie- und Klimapläne umsetzen und da das Ambitionsniveau entsprechend anheben. Also sozusagen, das ist der eine Bereich, die Notwendigkeit, kurz- und auch mittelfristig, ungefähr bis zum Zeithorizont 2030, massive Mengen an Erdgas einzusparen. Der andere Bereich, die Klimaziele, das ist, vielleicht kann man sagen, verständlicherweise ein bisschen in der aktuellen Tagespolitik in den Hintergrund gerückt. Nächste Woche wird ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgestellt von der Bundesregierung für die Bereiche Verkehr und Gebäude, weil diese beiden Sektoren im letzten Jahr ihre Sektorziele verfehlt haben. Und das wird uns dann nochmal in Erinnerung rufen, ja, wir haben diese jährlichen Sektorziele und ein effizientes und ein jährliches Nachsteuern, um die Ziele dann im kommenden Jahr zu erreichen, ist jetzt nicht die effizienteste Strategie. Ja, das heißt, um die Klimaziele zu erreichen, möglich sollten hier auch strukturelle Maßnahmen umgesetzt werden, die ja einerseits einzahlen auf die jährlichen Minderungen, aber andererseits sozusagen strukturell auch Sinn machen, um auf den Pfad in Richtung Klimaneutralität zu kommen. Und wenn wir uns hier den Industriesektor anschauen, da konnten in den letzten 5 Jahren ungefähr die Treibhausgasemissionen gemindert werden, aber zuletzt im Jahr 2021, natürlich bedingt durch die wirtschaftliche Erholung, das ist klar, aber da sind die Treibhausgasemissionen wieder gestiegen und hier muss es jetzt darum gehen, in den kommenden Jahren sozusagen das Vorzeichen wieder zu ändern, damit sie sinken, trotz Wirtschaftsleistung und damit das nicht eintritt, was im Projektionsbericht 2021 projiziert worden ist, nämlich dass auch im Industriesektor in den kommenden Jahren immer das Sektorziel verfehlt wird. Das heißt, auch im Klimaschutzbereich brauchen wir Maßnahmen, die einerseits mittelfristig wirken, andererseits auch strukturell Sinn machen. Und da sagen wir, dass die direkte Nutzung von Strom, beispielsweise durch Wärmepumpen oder Elektrodenkessel zur Erzeugung von Prozesswärme in der Industrie, insbesondere im Niedertemperaturbereich, beispielsweise für Trocknungsprozesse in der Lebensmittelindustrie, aber auch in der Chemieindustrie oder Papierindustrie, dass das eine zentrale Strategie ist, die auf diese beiden Bereiche einzahlt. Erdgasreduktion, CO2-Reduktion und sowohl Minderungspotenziale in den kommenden Jahren als auch strukturell sinnvoll, um langfristig auf den richtigen Pfad zu kommen. Deswegen haben wir die Studie gemacht und machen wir das Webinar heute, um dieses Thema stärker auf die politische Agenda zu setzen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, mit ja, einer fundierten Studie und Zahlen hinterlegt, dass wieder die Potenziale aussehen. So viel zu meiner Einleitung. Ich gebe zurück an Philipp Pauser. Vielen Dank, Julia Metz. Ich glaube, das, was Julia uns gesagt hat, dass wir hier eben eine Investition in die Zukunft schaffen müssen, und zwar auf der Basis eines kohärenten Markthochlaufs. Das werden wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, indem wir uns die ersten Ergebnisse anschauen, die uns unser Kollege Paul Münich präsentieren wird. Ja, vielen lieben Dank, Philipp. Vielen lieben Dank auch Julia für die politische Einordnung. Ich habe jetzt die Freude, Ihnen die Ergebnisse dieser Studie, die bis heute produziert wurden, vorzustellen. Der Ausgangspunkt, um nochmal an das von Julia Metz Gesagte anzuschließen, ist, wir haben mit der Prozesswärme einen enormen Anteil am Endenergieverbrauch. Im Jahr 2020 hat die Prozesswärme 22% am Endenergieverbrauch ausgemacht. Und wenn wir uns diese Prozesswärme nochmal etwas im Detail anschauen, dann stellen wir fest, 20% davon basieren auf Kohle, 41% basieren auf Erdgas. Wenn man sich jetzt nur den Primärenergieverbrauch von Erdgas anschaut, dann macht eben Prozesswärme oder die energetische Nutzung in der Industrie zur Herstellung von Strom und Wärme
24% des gesamtdeutschen Erdgasverbrauchs aus. Wir haben also mit der Dekarbonisierung der Prozesswärme einen ganz entscheidenden Hebel. Zum einen, wie meine Kollegin schon gesagt hat, um die Ziele der Energieunabhängigkeit zu erreichen, zum anderen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Wenn man Prozesswärme dekarbonisieren möchte, muss man sich immer auch das Temperaturniveau anschauen. Also es gibt Prozesse, die Wärme eben bei ganz unterschiedlichen Temperaturen benötigen. Wir haben hier, wie wir in dieser Grafik sehen, einmal einen recht großen Bedarf bei über 500 Grad Celsius. Aber was, finde ich, besonders eindrücklich ist, ist ein Drittel der in der Industrie benötigten Prozesswärme, der wird benötigt bei Temperaturen von unter 200 Grad Celsius. Und das ist etwas, was wir auch mit direkter Elektrifizierung heute schon wunderbar erreichen können. Als ersten Ausgangspunkt möchte ich aber nochmal auf die Abwärmenutzung zu sprechen kommen. Das ist heute auch schon etwas, was in der Industrie im großen Maßstab passiert, dass man die Abwärme aus Prozessen, die bei hohen Temperaturen abläuft, bei Prozessen recycelt oder wieder nutzt, die eben ein geringeres Temperaturniveau benötigen. Wärmepumpen können auch da schon eine wichtige Rolle spielen und diese Abwärme in ihrem Temperaturniveau aufwerten, sodass diese Abwärme dann auch wieder auch recycelt werden kann, auch sogar in Prozessen mit ähnlichen Temperaturbereichen wie da, wo die Wärme erstmal herkommt. Das Ziel ist also, dass wir in diesem ersten Schritt Potenziale zur Steigerung der Energieintegration, also dieser Abwärmenutzung identifizieren und auch nutzen und so dann den absolut benötigten Primärenergiebedarf, den wir für die Prozesswärme benötigen, minimieren. Also die Energie, die wir vorne in den Prozess reinstecken, die sollte erstmal minimiert werden und dann schauen wir uns an, wie man diesen Primärenergiebedarf ersetzen kann. Möglichkeiten, die heute viel diskutiert werden, aber aus unserer Sicht nicht zielführend sind, sind die Nutzung von alternativen Brennstoffen für die reine energetische Nutzung. Ein Beispiel wäre Kunststoffabfälle oder die Nutzung von Biomasse. Bei beiden ist es so, dass wir da im Kontext der Energiewende mittelfristig in Nutzungskonkurrenzen laufen werden. Bei Kunststoffabfällen ist es natürlich so, dass wir da, dass da das Ziel sein sollte, die immer primär einer energie- und ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft zuzuführen. Biomasse hat eine Nutzungskonkurrenz in Zukunft vor allem dadurch, dass immer mehr Sektoren auf die Biomasse schielen. Sie ist nur sehr begrenzt verfügbar und das würde eben dazu führen, dass in absehbarer Zukunft beispielsweise die chemische Industrie diese Biomasse stofflich nutzen möchte und dann diese energetische Nutzung der verfügbaren Biomasse in Konkurrenz steht. Darüber hinaus ist, wenn wir diese Biomasse einfach verfeuern, ist so, dass wir das Potenzial ungenutzt lassen, das biogene CO2, was bei der Verbrennung entsteht, für langfristige CO2-Senken genutzt wird. Und das ist auch eben ein ganz zentraler Punkt, der in allen Klimapfaden, die heutzutage so diskutiert werden, berücksichtigt wird. Wir brauchen CO2-Senken. Was bleibt also noch übrig? Ganz zentral in der Dekarbonisierung von Prozesswärme werden strombasierte Verfahren sein. Hier sind einmal vier oder drei beispielhafte Verfahren, die auf Strom basieren, dargestellt. Eine Möglichkeit ist natürlich Wasserstoff. Wasserstoff kann prinzipiell überall dort eingesetzt werden, wo wir heute Erdgas verwenden, wird auf Basis von erneuerbarem Strom beispielsweise produziert. Drei weitere Alternativen sind einmal der Elektrodenkessel, kann man sich vorstellen, wie ganz grob gesagt ein Wasserkocher oder ein Tauchsieder, der Temperaturen erreichen kann bis 500 Grad Celsius. Wärmepumpen, das kennen wir aus dem Hausgebrauch schon, finden mittlerweile auch in der Industrie Anwendung und werden optimiert und erreichen mittlerweile Temperaturen bis 200 Grad Celsius. Wir haben hier nochmal untergliedert zwischen einer Höchsttemperaturwärmepumpe, die eben bis zu diesen 200 Grad geht, und einer Hochtemperaturwärmepumpe bis 100 Grad Celsius. Die unterscheiden sich vor allem eben durch ihre Effizienzen, also durch den Strombedarf, den sie zur Bereitstellung von einer Kilowattstunde Wärme benötigen. Hier rechts ist das noch einmal dargestellt, wie viel Strom eigentlich benötigt wird. Und wir stellen fest, wenn wir Wasserstoff nutzen, um einfach alles Erdgas, was wir heute verwenden, zu substituieren, dann haben wir einen wesentlich höheren Strombedarf, als wenn wir auf Lösungen zurückgreifen, die beispielsweise wie die Wärmepumpe deutlich weniger Strom benötigt. Und in der Energiewende ist das natürlich ein ganz zentraler Punkt, der Ausbau der Erneuerbaren. Ist der zentrale Flaschenhals beim Erreichen unserer Klimaziele. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Mengen an Strom, die zur Verfügung stehen, eben für die möglichst effizientesten Verfahren einsetzen, die wir zur Verfügung haben. Jetzt haben wir uns angeschaut, klar, aus absoluter Sicht müssen wir schauen, dass möglichst wenig Strom verwendet wird. Es ist aber eben auch entscheidend zu schauen, wann können wir den Strom bereitstellen.
Und vor einigen Wochen haben wir oder hat unser Partner Think Tank, unser Schwester Think Tank Agora Energiewende eine Studie veröffentlicht, und in dem ein Pfad aufgezeigt wurde zu einem klimaneutralen Stromsystem 2035. Das ergibt sich letztlich daraus, wenn man dieses 80% Ziel, 80% Erneuerbare im Stromsektor bis 2030, was die Bundesregierung sich gesetzt hat, linear fortführt, dann wären wir letztlich im Jahr 2035 nahe der Klimaneutralität im Stromsektor. Eine zentrale Aussage dieser Studie ist, dass die zusätzlichen Strombedarfe, die wir jetzt mobilisieren, beispielsweise durch Power to Heat, flexibel genutzt werden müssen. Warum ist das so? Wenn wir ein erneuerbares Stromsystem haben, dann haben wir natürlich auch sehr stark volatile Einspeisemengen durch eben die Wetterlage. Und diese Einspeisemengen muss dann in gewisser Weise zusammengebracht werden mit der Stromnachfrage. Und das kann natürlich zum einen dadurch stattfinden, dass man Speichertechnologien einsetzt. Aber was eben eine gleichwertige Lösung ist, ist Flexibilität in der Stromnachfrage. Und das ist, finde ich, eine ganz zentrale Aussage hier in dieser Studie. Wir brauchen Flexibilitäten in Zukunft, um Speichertechnologien zu sparen. Und der flexible Stromverbrauch ermöglicht es letztlich zum einen, den minimalen Strompreis nach unten abzusichern, weil immer dann, wenn besonders viel Strom erzeugt wird, dann müssen wir dafür sorgen, dass dieser Strom auch genutzt wird von Industrie, von Abnehmern. Sprich, man müsste möglichst zusätzliche Lasten dazu schalten, und immer dann, wenn die kalte Dunkelflaute kommt, das ist ja so der bekannte Begriff, dann müssen wir dafür sorgen, dass Lasten abgeschaltet werden, also dass wir den Einsatz von teuren Grenzkraftwerken minimieren. Dadurch stabilisieren wir letztlich auch den Strompreis, stärken dadurch das Geschäftsmodell für den Ausbau von zusätzlichen Erneuerbaren und verringern insgesamt auch die volkswirtschaftlichen Kosten für unser Stromsystem. Bezogen auf diese Elektrifizierungstechnologien, die ich eben einmal schon mal angesprochen habe, Elektroden und Wärmepumpen, könnte das wie folgt aussehen. Elektronenkessel sind relativ sind wenig kapitalintensiv, und prinzipiell auch ist es auch denkbar, diese Elektronenkessel bei geringen Volllaststunden einzusetzen, wenn eben der Strompreis entsprechend gering ist. Das heißt, es würde sich vor allem anbieten, Elektronenkessel flächendeckend zu installieren, die immer dann, wenn erneuerbarer Strom im Überfluss verfügbar ist, zusätzlich angeschaltet werden, um eben diesen Strom auch zu nutzen. Wärmepumpen hingegen sind deutlich kapitalintensiver heute und machen deswegen vor allem aus wirtschaftlicher Perspektive bei hohen Volllaststunden Sinn, da sonst die Kapitalkosten im Betrieb der Anlage dominieren würden. Und deswegen ist eben hier der Gedanke, dass man in diesem Bereich 6.000 bis 8.700 Stunden den Betrieb von Wärmepumpen nach unten regelt. Genau. Wichtig ist, wir haben jetzt geschaut, aus einer Stromsystemperspektive ist es durchaus sinnvoll, Flexibilitäten zu mobilisieren. Wenn wir jetzt aber starten, die Prozesswende zu dekarbonisieren, zu elektrifizieren, wenn der Stromsektor noch gar nicht klimaneutral ist, dann ist es wichtig, dass wir keine Mehremissionen erzeugen. Und das soll diese Grafik einmal untersuchen. Auf der linken Seite ist dargestellt, wie sich die gesamten CO2-Emissionen, also inklusive der Emissionen des genutzten Stroms, pro Kilowattstunde thermisch verhalten. Und da haben wir wieder diese drei verschiedenen Technologien verglichen mit dem Dampfkessel als Referenz. Und der Referenz ist natürlich unabhängig vom Stromemissionsfaktor im Netz und hat damit immer CO2-Emissionen in Höhe von 200 bis 220 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom oder Wärme. Beim Elektronenkessel und bei den Wärmepumpen ist es so, dass mit dem steigenden Stromemissionen auch die Emissionen für die Bereitstellung von Wärme ansteigen. Und beim Elektronenkessel haben wir eben diesen Schnittpunkt zwischen der konventionellen Technologie und der neuen Technologie bei ungefähr 200 bis 220 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom. Bei Wärmepumpen haben wir eben diese sehr hohen Effizienzen, was dazu führt, dass dieser Schnittpunkt erst wesentlich später stattfindet. Bezogen auf unser Stromsystem sind die Folgen einmal hier rechts dargestellt. Hier sind einmal die Netzemissionen oder die Stromemissionen für das Jahr 2020 in pink und für das Jahr 2030 als Modellierung in lila dargestellt. Und diese horizontalen Striche, die repräsentieren letztlich die Schnittpunkte der Technologien mit der Referenztechnologie. Und was wir feststellen, Wärmepumpen machen auch bei einem Grundlastbetrieb selbst dann Sinn, wenn wir heute unser Stromsystem noch nicht vollständig dekarbonisiert haben und manche Stunden haben, die doch recht hohe CO2-Emissionsfaktoren haben. Also Wärmepumpen machen eben auch im Volllastbetrieb
Sinn. Beim Elektronenkessel verhält sich das Ganze etwas komplizierter. Für das Jahr 2020 wäre dieses Kriterium, dass wir unterhalb dieses Schnittpunktes oder unterhalb von diesen 200 Gramm CO2 im Stromsektor bleiben, das würde dazu führen, dass wir den Elektronenkessel nur in 1000 Stunden hätten betreiben können. Mit den ambitionierten Zielen der Bundesregierung ist es aber so, dass diese Netzemissionsfaktoren unseres Stromsystems über die Jahre stark nach unten gedrückt werden würden oder runtergedrückt werden und dadurch natürlich diese möglichen Volllaststunden, die aus einer ökologischen Perspektive sinnvoll sind, für Elektrodenkessel anwachsen. Also Volllastbetrieb bei Wärmepumpen ist sinnvoll, vor allem bei Elektrodenkessel ist eben da die Flexibilität ein zentrales Kriterium für den Betrieb. Wie kann ich als Unternehmen jetzt also Flexibilitäten ermöglichen? Weil das Ziel ist natürlich nicht, dass ich meinen Betrieb anhalte, immer dann, wenn die keine Sonne scheint. Und hier sind zwei beispielhafte Konfigurationen oder Konzepte, wie die direkte Elektrifizierung eingebunden werden kann und nachseitige Flexibilitäten für den Stromsektor generieren kann. Eine Möglichkeit sind Backup-Kapazitäten. In vielen Industrieanlagen finden wir heute schon Backup-Kapazitäten, die sicherstellen, dass wenn einer der Dampfkessel jetzt in diesem Fall ausfällt, dass der Betrieb trotzdem weiterhin sichergestellt wird, weil es eben noch einen zweiten Dampfkessel im Hintergrund gibt. Und da wäre dann eine naheliegende Möglichkeit, einen dieser beiden Dampfkessel zu elektrifizieren, dann die Möglichkeit zu haben, hybrid zu fahren zwischen dem gasbetriebenen Dampfkessel und dem elektrifizierten Kessel. Und da hätte man die Flexibilitäten und aus Unternehmenssicht und auch gerade im Anbetracht der Erfahrungen aus den letzten Monaten auch noch einmal eine stärkere Resilienz auf verschiedene Energieträger umzuswitchen. Und genau, das ist ja sicherlich auch nochmal ein interessanter Aspekt. Bei vielen Anlagen haben wir keine redundanten Kapazitäten. Da ist dann der Gedanke, dass beispielsweise bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen basierend auf Erdgas, dass man diese Anlagen um Wärmepumpen oder Elektrodenkessel ergänzt und dann die bestehende KWK ein Stück weit runterregeln kann. Die produziert dann weniger Strom und auch weniger Wärme. Und man würde dann diesen weniger produzierten Strom über die Netzeinbindung beziehen und über die Wärmepumpe oder den Elektrodenkessel die Wärme bereitstellen. Gut, dann schauen wir einmal an, wie sich das kostenmäßig oder wirtschaftlich verhält. Hier ist einmal dargestellt ein Kostenvergleich zwischen einem Dampfkessel und einer Wärmepumpe. Und wir stellen fest, eben bei geringen Temperaturen können Wärmepumpen klimafreundlich Wärme bereitstellen und sind gegenüber diesen Dampfkesseln in einer ähnlichen Größenordnung, sprich sie sind auch wirtschaftlich. Hier sind die Annahmen, dass der Dampfkessel bereits abbezahlt ist, das heißt, wir haben keine Kapitalkosten, wir haben geringe fixe Betriebskosten, dann haben wir einen großen Kostenpunkt für Erdgas. Hier ist die Annahme, dass der Erdgaspreis mittelfristig wieder auf einen relativ geringen Wert von jetzt 39 Euro Megawattstunde Heizwert sinkt. Der CO2-Preis steigt an auf 100 Euro pro Tonne CO2 und beim Strom ist es so, dass wir hier für 2030 davon ausgehen, bei 6000 Volllaststunden, dass dann 82 Euro pro Megawattstunde Strom bezahlt werden. Ein interessanter Aspekt ist zum einen dieser Kostenblock, das sind die kostenfreien Zuteilungen EU-ETS. Im EU-ETS werden an manche Unternehmen, die besonders Carbon Leakage gefährdet sind, kostenfreie Zuteilungen ausgeschüttet, die letztlich die Lenkungswirkung des ETS stark einschränken. Sprich, die Kosten, die auf das Unternehmen pro Megawattstunde thermisch zukommen, sind nicht 68 Euro, sondern 53 Euro. Und das ist letztlich das, womit sich dann auch die elektrifizierte Technologie messen muss, weil die bekommt letztlich nicht diese kostenfreien Zuteilungen im EU-ETS. Eine weitere interessante Komponente ist, dass Wärmepumpen aktuell noch sich durch recht hohe Kapitalkosten auszeichnen. Das sieht man hier in diesem Kostenblock hier unten. Und das liegt eben daran, dass hier noch relativ wenig Erfahrung mit Wärmepumpen vorhanden ist. Und das ist etwas, was wir durch einen zügigen Markthochlauf natürlich auch nochmal verbessern können in der Ausgangslage. Hier der Hinweis, mein Kollege Philipp Hauser hat es schon einmal angesprochen, wir haben im Rahmen des Projektes mit FutureCamp einen Transformationskostenrechner bestellt. Diese Grafik ist diesem Transformationskostenrechner entnommen und dieser Rechner steht online zur Verfügung. Das heißt, Sie können Ihre eigenen individuelle Kostenabschätzung machen, um einen Eindruck davon zu bekommen, in welcher Größenordnung wir uns bewegen für den Einsatz von Power-to-Heat. Hier nochmal ein ähnlicher Vergleich, nicht gegenüber eines Dampfkessels, sondern gegenüber einer Kraft-Wärme-Kopplung. Hier
gestaltet sich der Kostenvergleich etwas schlechter als beim Dampfkessel. Das liegt vor allem dadurch, dass wir zusätzlich, um den nicht produzierten Strom in der KWK auszugleichen, Strom aus dem Netz dazu kaufen müssen. Das ist dann dieser Kostenblock hier in der Mitte, der schraffierte Kostenblock, der das letztlich aus Unternehmensperspektive unattraktiver macht, die Wärmepumpe zu betreiben. Die Eigenproduktion hat von Strom hat letztlich gegenüber dem Bezug von Strom eine Reihe von Kostenvorteilen. Zum einen ist es so, dass wenn wir eine Kraft-Wärme-Kopplung mit Erdgas betreiben und eine gewisse Effizienz überschreiten, dann sind wir von Erdgassteuern ausgenommen. Und wenn wir jetzt Strom zusätzlich dazu kaufen aus dem Netz, müssen wir natürlich zusätzlich auch nochmal Netzentgelte bezahlen. Netzentgelte sind hier in hellblau dargestellt, diese Kostenpunkte. Genau, auch hier nochmal der Verweis, das können Sie alles nochmal selber durchrechnen, mit Ihren eigenen Annahmen untersuchen, dann im Anschluss an dieses Webinar. Bei Elektrodenkesseln sieht die Situation nochmal ein bisschen anders aus. Da haben wir ja eben schon einmal festgestellt, dass vor allem der Betrieb bei geringen Volllaststunden ökologisch und systemisch sinnvoll ist. Und deswegen sind hier einmal dargestellt die Kosten für den Betrieb eines Elektrodenkessels in Abhängigkeit von der Volllaststundenzahl. Hier jetzt wieder für die Strommarktdaten für das Jahr 2030. Und wir stellen fest, umso geringer die Stromkosten sind, die Volllaststunden sind, desto größer ist der Einfluss der Kapitalkosten, hier in Grau dargestellt, und der Einfluss der Netznutzungsgebühren, also der Netzentgelte. Das heißt, umso ungleichmäßiger ich den Strom beziehe, desto größer sind die Netzentgelte, die ich als Unternehmen zu zahlen habe. Und das ist natürlich ein ganz zentrales Hemmnis für zusätzliche lastseitige Flexibilität. Über dieses Prinzip hinaus, dass mit abfallenden Volllaststunden die Netzentgelte steigen, gibt es noch einen weiteren Paragraph in der Stromnetzentgeltverordnung, nämlich Paragraph 19.2, der sagt, dass wenn wir einen gewissen Jahresstromverbrauch überschreiten und da eine gewisse Gleichmäßigkeit haben über 7.500 oder 8.000 Stunden, dann werden meine Netzentgelte zusätzlich sehr stark reduziert um 80-90%. Und das ist natürlich jetzt für ein Unternehmen, das überlegt, ein flexibles Elektrifizierungsgerät zu installieren, ist das natürlich ein klares Kriterium, das nicht zu tun, weil dann gegebenenfalls eben diese Privilegien verloren gehen. Erste zentrale Aussage ist also, um diese Flexibilitäten zu ermöglichen, um Elektrifizierung zu ermöglichen, ist es ganz entscheidend, dass wir es schaffen, die Netzentgeltverordnung zügig zu reformieren. Die Reform stand schon im Koalitionsvertrag der letzten Bundesregierung. Im neuen Koalitionsvertrag steht er auch wieder drin. Es ist aber wichtig, dass das jetzt eine politische Priorität wird, um unser Stromsystem zu stützen und Elektrifizierung zu ermöglichen. Wie kann jetzt also ein konkreter Markthochlauf aussehen? Julia Metz hat eben schon angesprochen, dass wir durch diesen schnellen Markthochlauf eben diesen wichtigen Beitrag zur Energieunabhängigkeit und zum Klimaschutz leisten können. Und das ist natürlich dann schön und gut, allerdings ist der Markthochlauf durch andere Faktoren auch noch begrenzt. Zum einen ist es die Verfügbarkeit von Strom. Wir haben ja in klimaneutrales Strom 2035 vorgestellt, wie das konkret aussehen könnte, wann wie viel Strom produziert werden könnte. Und dieser Markthochlauf, den wir hier vorstellen, der ist letztlich in Einklang damit und sorgt dementsprechend auch nicht für eine Überlastung des Stromsektors oder für das Weiterlaufen von fossilen Kapazitäten, die wir dann auch nicht mehr haben möchten. Dann haben wir als klares Betriebskriterium hier, dass bei Elektrodenkesseln, wie eben auch schon mal angeklungen, die Volllaststunden von 1.000 Stunden in 2025 bis 3.000 Stunden im Jahr 2035 ansteigen, einfach entsprechend der Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom. Eine weitere wichtige Hürde sind die Lieferketten und die limitierenden Planungs- und Installationskapazitäten, aber auch Genehmigungsverfahren. Und im Kontext dieses effizienten Markthochlaufes oder eines Paketes ist eben wichtig, dass diese Hürden ausgeräumt und adressiert werden. Was können wir mit diesem Markthochlauf erreichen? Hier sind jetzt eine installierte Wärmeleistung von etwa 13 Gigawatt im Jahr 2035, im Jahr 2030 10 Gigawatt vorgesehen. Der Strombedarf, der zusätzliche, liegt bei 60 bis 65 Terawattstunden im Jahr 2035. Erzielen können wir damit zum einen eine Erdgaseinsparung von knapp über 70 Terawattstunden im Jahr 2030.
Zudem haben wir die Möglichkeit, CO2 einzusparen. Da steht zum einen die direkte CO2-Minderung im Industriesektor, hier in hellblau dargestellt. Natürlich ist dem entgegen dann nochmal, sind nochmal zusätzliche Emissionen im Stromsektor, weil wir natürlich den Strom nicht bei 0 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom nutzen. Das heißt, wir haben mehr Emissionen, die aber über die Emissionsminderung in den direkten Emissionen überkompensiert werden. Das heißt, gesamt haben wir effektiv immer eine CO2-Minderung entsprechend diesem Markthochlauf. Um das nochmal einzuordnen in REPowerEU. REPowerEU hat ja vorgesehen, dass etwa 41%, so wenn man diese Zahlen umrechnet, die Julia Metz eben auch genannt hat, für den industriellen Erdgasverbrauch in Europa vorgesehen. Wenn man das jetzt nach einem ähnlichen Schlüssel auf Deutschland runterrechnen würde, was man ja nicht zwangsläufig tun muss, dann würde das bedeuten, dass wir unseren Erdgasverbrauch um 100 Terawattstunden senken müssen. Und der Markthochlauf, der eben beschrieben wurde, der würde eben dann schon einen sehr großen Anteil davon ausmachen, nämlich gut drei Viertel. Bezogen auf die Klimaziele, Philipp Hauser hat eben schon einmal angesprochen, dass dieses Projekt geboren ist aus den Klimaschutzverträgen. Eine andere Publikation, auf die ich hier verweisen möchte. Die Bundesregierung hat sich mit ihrem Klimaschutzgesetz das Ziel gesetzt, 68 Millionen Tonnen pro Jahr an CO2-Emissionen zu mindern. Die Klimaschutzverträge, wie von uns vorgeschlagen, würden da 27 Megatonnen pro Jahr ausmachen. Und dieser Markthochlauf, wie er gerade beschrieben wurde, würde dann nochmal zu weiteren 10 Millionen Tonnen Minderung führen, sodass wir hier eben einen ganz entscheidenden Beitrag dazu leisten, diese Klimaschutzziele auch zu erreichen. Soweit so gut. Was ist jetzt also gefordert? Was brauchen wir, damit dieser Markthochlauf auch so oder so ähnlich stattfinden kann? Dafür haben wir 4 zentrale Maßnahmen identifiziert für den Markthochlauf von Wärmepumpen und Elektrodenkesseln. Zum einen ist das ein Sonderförderprogramm. Damit meinen wir eine zeitlich befristete Förderung der Kapitalkosten für Wärmepumpen inklusive auch der Netzanschluss- und der Integrationskosten. Da hat sich auch in unseren Gesprächen mit der Industrie auch nochmal gezeigt, dass das eben ein sehr wichtiger Kostenpunkt ist. Und dass es nicht nur auf die Produktion dieser Anlage, auf die Herstellung dieser Anlage ankommt. Denkbar wäre das jetzt im EEW oder in eben diesem Fonds zur Dekarbonisierung der Industrie. Im gleichen Zuge muss auch ein Zero-Carbon-Standard entwickelt werden, der sicherstellt, dass wir es schaffen, bis zum Jahr 2035, wo der Stromsektor klimaneutral wird, dass wir da auch in dem Bereich der Niedertemperatur-Prozesswärme den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern schaffen. Ergänzend dazu ist natürlich ganz entscheidend, Fehlanreize zu beseitigen, einmal durch eine EU-ETS-Reform und den Abbau von diesen selektiven kostenfreien Zuteilungen für fossile Technologien, wie eben einmal angesprochen, und natürlich die Netzentgeltreform. Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Punkte, die adressiert werden müssen. Die sind hier einmal zusammengefasst. Einmal diese erste Priorität, die ich eingangs vorgestellt habe, die Abwärmenutzung, da sollte man eine Abwärmenutzungsverordnung entwickeln. Darüber hinaus ist wichtig, dass Wettbewerbsverzerrungen abgebaut werden und dass man diese Subventionen für fossile Technologien abbaut. Um diese systemdienliche Flexibilisierung zu erreichen, ist zum einen natürlich die Reform der Netzentgelte ganz entscheidend. Darüber hinaus muss aber auch geprüft werden, ob es sinnvoll ist, zeitlich und räumlich aufgelöste Strompreissignale zu implementieren. Darüber hinaus, um eben auch die Wirtschaftlichkeit dieser Elektrifizierungsanlagen zu stärken, ist es wichtig, die Kosten für den erneuerbaren Strom zu senken. Eine Möglichkeit sind da Grünstrom-PPAs und da wäre eine Möglichkeit, dass der Staat Ausfallrisiken übernimmt. Das heißt, wenn das Partnerunternehmen irgendwann aus diesem Vertrag ausscheiden muss, dass dann der Staat den Grünstrom, der über diesen PPA abgedeckt wird, einkauft und so dem Stromsystem zur Verfügung stellt. Das ist insofern sinnvoll, als dass die erneuerbaren Verfügbarkeit in den nächsten Jahren eine knappe Ressource sein werden und dass man davon ausgehen kann, dass dieser Grünstrom, den der Staat dann übernehmen würde, auch Anwendung finden würde. Darüber hinaus, ganz klar, brauchen wir eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, zum Beispiel Standardgenehmigungsverfahren für diese Technologien wie Wärmepumpen. Man sollte prüfen, ob im Falle bei Elektrodenkessel beispielsweise es möglich wäre, eine reine Änderungsanzeige zu machen, statt einer kompletten Änderungsgenehmigung oder einem kompletten Antrag. Das sollte man eben prüfen. Darüber hinaus ist natürlich bei Elektrifizierung ganz entscheidend auch die Genehmigung von Netzanschlüssen und dem Ausbau von den Netzen zu beschleunigen. Auch kleine und mittelständische Unternehmen sollen bei der Transformation der
der Prozess werden wir nicht zu kurz kommen. Ein zentrales Element ist eben, dass man kommuniziert und berät, welche Lösungen geeignet sind und welche Lösungen sich vor allem anbieten. Darüber hinaus ist eben auch nochmal interessant, dass man branchenspezifisch Standards setzt und Umsetzungskampagnen startet, um da eben zügig voranzukommen. Und als letzte Maßnahme wäre dann eben auch nochmal ähnlich wie im Gebäudesektor wichtig, dass man die Kapazitäten schafft, zum einen zur Produktion der entsprechenden Anlagen, aber auch zur Bereitstellung von Fachkräften. Und da ist eben wichtig, dass man eine integrierte Strategie entwickelt. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Vielen Dank für das Zuhören und ich freue mich natürlich auch auf die Panel-Diskussion gleich. Vielen Dank, Paul. Das hat im Publikum schon für sehr interessante Fragen gesorgt. Ich möchte aber, bevor wir auf die Fragen eingehen, noch Herrn Thomas Mühlpointner bitten, uns mal Einblicke in diesen Rechner zu geben, der dann allen zur Verfügung steht. Denn wie wir schon gesehen haben, es gibt da ganz verschiedene Szenarien und da hat natürlich jedes Unternehmen Interesse, seine eigene Perspektive zu modellieren. Wie das geht, Thomas, bitte gib uns einen kleinen Einblick. Danke. Ja, gerne. Vielen Dank, Philipp. Ja, ich möchte Ihnen jetzt noch einen kurzen Einblick geben zu dem Rechner. Paul hat ja eben schon sehr viele Ergebnisse gezeigt des Rechners und Sie finden jetzt hier unten beispielsweise auch einige Diagramme, die in der Präsentation auch abgebildet waren. Was wollen wir mit dem Rechner erreichen? Zum einen bildet der Rechner natürlich das Datengerüst ab, das letztlich Grundlage ist für die ganzen Berechnungen. Die ganzen Annahmen sind auch transparent hinterlegt. Das heißt, Sie können hier auch nachvollziehen, welche Input-Annahmen hier eingegangen sind. Ich wechsle zum Beispiel mal auf das Blatt mit den Preisannahmen. Und Sie sehen, hier sind auch jeweils die Quellen benannt. Eine ganz wichtige Grundlage für die ganzen Berechnungen sind Szenarien aus dem Projekt Klimaneutrales Stromsystem 2035 von Agora, das auch schon angesprochen wurde. Hier sind für die Bezugsjahre 2025, 30 und 35 sind hier stundengenaue Werte, Prognosen für die Strompreise und auch für die CO2-Faktoren hinterlegt. Und das ist ein wichtiges Element für die ganzen Preisannahmen. Und nachdem wir natürlich wissen, dass wir jetzt wahrscheinlich mit Ihnen stundenlang darüber diskutieren könnten, ob jetzt die getroffenen Preisannahmen zutreffend sind oder nicht, haben wir uns entschieden, diesen Rechner zur Verfügung zu stellen. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, selbst die zentralen Annahmen zu variieren. Dazu gibt es im Prinzip zwei Tabellenblätter. Das eine ist das Tabellenblatt Rechner. Und immer dort, wo Sie jetzt hier so ein blau hinterlegtes Feld sehen, können Sie eine Handeingabe machen. Das heißt, Sie können jetzt hier einen anderen Wert eintragen, wenn Sie jetzt eine andere Preiserwartung beispielsweise an den Erdgaspreis haben. Auch wenn Sie zu den ganzen Technologieannahmen der betrachteten Technologien, wenn Sie da andere Einschätzungen haben, andere Daten, dann können Sie das alles hier jeweils in den blauen Feldern anpassen. Und das Herzstück ist dann dieses Ergebnisblatt, wo Sie auch nochmal diverse Sensitivitäten durchspielen können und auch Anpassungen an möglicherweise auch Ihre eigenen Bedingungen durchführen können. Das Blatt ist so aufgebaut, dass oben zentrale Annahmen für die Referenzanlage variiert werden können. Also beispielsweise können Sie jetzt hier auswählen, ob als Referenz die KWK, die GOD-KWK-Anlage betrachtet werden soll oder ob man stattdessen eine ungekoppelte Wärmeerzeugung im Dampfkessel betrachtet. Ich schalte jetzt hier mal um und Sie sehen dann unten, dass die Diagramme entsprechend dynamisch nachgeführt werden, sodass Sie auch unmittelbar die Auswirkungen sehen von den Annahmen, die Sie hier entsprechend ändern. Sie können hier den CO2-Preis variieren, wenn Sie die Erwartung haben, 100 Euro sind zu viel oder zu wenig. Wenn Sie denken, der Preis wird bei 150 Euro liegen beispielsweise, dann können Sie das hier entsprechend anpassen und sehen dann unten auch direkt die Auswirkungen dann bei den CO2-Kosten der Referenzanlage. Sie haben auch die Möglichkeit, beispielsweise Variationen durchzuspielen, wenn Sie sagen, Sie erzeugen Wärme nicht für einen Carbon Leakage gefährdeten Sektor, sondern Sie sind außerhalb eines Carbon Leakage gefährdeten Sektors, dann können Sie hier das entsprechend ändern und entsprechend reduziert sich dann auch der Wegfall der kostenfreien Zuteilung, also dieser negative Effekt wird in diesem Fall dann entsprechend abgeschwächt. Genau, also hier oben die zentralen Annahmen zur Referenzanlage, die Sie durchspielen können und variieren können.
Dann sehen Sie hier im Rechner links unten die Berechnungen zur Wärmepumpe dargestellt. Und rechts in der Mitte und ganz rechts unten dargestellt sind dann die Annahmen zu dem Elektrodenkessel. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen ins Detail bei den Wärmepumpen, damit zu sehen, was man da alles entsprechend anpassen kann. Also wir sehen jetzt hier die Darstellung mit den wesentlichen Ergebnissen, die Paul Münch auch vorhin gezeigt hat. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Bezugsjahre anzusetzen. Also im Moment ist das Jahr 2035 für die Stromszenarien hinterlegt. Ich kann jetzt hier beispielsweise mal alternativ das Jahr 2025 auswählen. Dann sehen Sie, dass jetzt die Stromkosten sozusagen hier in diesen Bereichen entsprechend steigen, weil wir davon ausgehen oder in den Szenarien davon ausgegangen wird, dass im Jahr 2025 noch höhere Strompreise im Mittel herrschen. 2035 wäre das Ganze dann perspektivisch, wäre die Erwartung, dass wir hier einen stärkeren Einfluss der Erneuerbaren haben und deswegen im Mittel niedrigere Strompreise haben. Sie haben auch die Möglichkeit, hier bei der Wärmepumpe individuelle Anpassungen durchzuführen. Gerade die Leistungszahl ist ja hier ein sehr, sehr entscheidender Faktor hinsichtlich der Stromkosten dann auch. Und Sie können beispielsweise auch über die Temperaturniveaus, wenn Sie jetzt wissen, Sie haben hier einen Temperaturbereich bei der Quelle nicht bei 50 Grad, sondern Sie haben Abwärme mit 90 Grad zur Verfügung. Sie benötigen diese nicht bei 180 Grad, sondern vielleicht nur bei 150 Grad zum Beispiel. Dann sehen Sie hier entsprechend, wie sich die Leistungszahl dann verändert und hier auch entsprechend die Kosten nach unten gehen. Genau, so viel kurz zu den Möglichkeiten bei der Wärmepumpe. Dann würde ich jetzt mal nach rechts zum Elektrodenkessel wechseln. Hier sind zunächst in der linken Darstellung, unten sind jetzt hier drei Szenarien der Referenzanlage sozusagen gegenübergestellt. Im Moment ist es so hinterlegt, dass wir die drei Bezugsjahre 2025, 2030 und 2035 betrachten. Wir haben als ökologisches Kriterium sozusagen definiert, dass wir gesagt haben, ein Elektrodenkessel sollte nicht dann betrieben werden, wenn die CO2-Intensität über 200 Gramm pro Kilowattstunde liegt. Deswegen habe ich jetzt momentan mal diese Schwelle hier hinterlegt und Tool rechnet jetzt sozusagen die maximalen Benutzungsstunden, die der Elektrodenkessel betrieben werden kann. Jetzt sehen Sie in dem Fall, 2025 hätten wir 3037 Stunden, 2030 und 2035 könnte man den Kessel schon 6000 Stunden betreiben. Allerdings, wenn ich jetzt die Darstellung rechts betrachte, die auch schon Paul Münch kurz mal gezeigt hatte, sehen wir, dass ein Betrieb des Elektrodenkessels mit 6000 Stunden im Jahr 2030 nicht unbedingt der wirtschaftlich attraktivste ist. Wir haben tatsächlich ein Optimum, wenn wir hier mit den Benutzungsstunden weiter nach unten gehen. Deswegen haben wir jetzt auch die Möglichkeit vorgesehen, dass wir statt dieser CO2-Schwelle hier auch individuelle Volllaststunden des Elektrodenkessels definieren können. Und hier kann man jetzt eintragen, zum Beispiel, wie viele Volllaststunden der Kessel betrieben werden soll. Und ich kann jetzt hier auch weiter nach unten gehen, kann sagen, das Optimum jetzt hier rechts wäre beispielsweise bei 1000 Stunden im Jahr 2030. Und dann sehen Sie auch, wie sich das Ganze hier entsprechend anpasst dann bei der Visualisierung im Diagramm. Genau, also so viel in aller Kürze zu den Möglichkeiten der Visualisierung. Wir haben auch die Möglichkeit, die Forderung nach den Politikinstrumenten sozusagen hier visualisiert darzustellen. Also eine Forderung war ja, dass das Thema Netzentgelte so der Verbreitung der Elektrodenkessel im Weg steht. Wenn ich das jetzt mal entsprechend in den Darstellungen unten ausblenden würde, dann sehen Sie, wo jetzt die Kosten liegen würden, wenn ich jetzt entsprechend die Netzentgelte unberücksichtigt lassen würde. Wenn ich jetzt noch davon ausgehe, dass ich bei den Investitionskosten Förderinstrumente habe, die mir letztlich die Finanzierung ermöglichen und ich zeige jetzt mal nur die betrieblichen Kosten an, dann würde sich die Kostendarstellung entsprechend nochmal verändern. Genau, so viel in aller Kürze zu einem ersten Abriss, dass Sie den ersten Überblick haben. Wie gesagt, Sie können den Rechner runterladen unter dem zur Verfügung gestellten Link und haben dann die Möglichkeit, hier individuell die Annahmen entsprechend zu variieren. Vielen Dank, Thomas, für das Vorführen des Rechners. Das ist natürlich ein komplexes Instrument, das Sie gerne im Nachgang noch ausprobieren können und wir freuen uns dann über Feedback dazu. Jetzt gab es eine Reihe von Fragen schon aus dem Publikum. Einige werden wir dann in der Panel-Diskussion behandeln.
Aber es gibt ein paar konkrete Fragen, die ich gerne an Thomas Müllpointner und dann an Paul Münnich herantragen möchte. Die erste Frage, Thomas, wir haben ja oder ihr habt den Rechner ja für zwei Technologien aufgesetzt, einmal Elektrodenkessel, einmal Wärmepumpen. Es gibt natürlich auch andere Technologien der Elektrifizierung. Im Chat wurden genannt Durchlauferhitzer, es kam auch zur Sprache die Elektrifizierung von Steamcrackern. Zwei Fragen dazu. Wann wird welche Technologie eingesetzt und inwiefern sind die Ergebnisse, die heute auf Elektrodenkessel und Wärmepumpen ausgelegt wurden, vielleicht auch für andere Elektrifizierungstechnologien übertragbar? Ja, also vielleicht zu der Übertragbarkeit. Also natürlich ist es jetzt mal, sind die ganzen Annahmen auf diese Technologien Elektrodenkessel und Wärmepumpen ausgelegt. Ich denke, in gewissem Umfang sind die schon übertragbar. Also gerade wenn ich jetzt an den Durchlauferhitzer denke, das ist jetzt von der Effizienz und von den technischen Rahmenbedingungen, sollte das nicht so viel anders sein als bei einem Elektrodenkessel, meiner Einschätzung nach. Also ich denke, da könnte man durchaus auch, wir haben die Möglichkeit, in dem Rechnerblatt sozusagen auch die Annahmen zu sowohl zu den spezifischen Energieeinsätzen als auch zu den CapEx-Kosten zu variieren. Also da könnte man durchaus in dem Rechner, denke ich, auch die Annahmen so variieren, dass es für andere Technologien zutrifft. Ob das dann auch auf Steamcracker übertragbar ist, da sind sicher nochmal andere technologische Rahmenbedingungen. Aber ich denke, in begrenztem Umfang kann man das durchaus auch übertragen dann. Vielen Dank. Es gab noch eine weitere Frage zu Annahmen. Einerseits, wie sich die Effizienz, die Leistungszahl der Wärmepumpen standardisiert für Höchst- und Hochtemperaturwärmepumpen festlegen lässt, warum da der Unterschied ist und wie das eventuell mit der Wärmequelle zusammenhängt, die dann verwendet wird. Kann der Rechner da mit verschiedenen Annahmen umgehen und welche Default-Annahmen wurden getroffen in den Modellierungen, die du jetzt vorgestellt hast? Ja, vielleicht teile ich noch mal ganz kurz den Rechner. Im Prinzip ist das in dem Blatt, das ich vorhin auch gezeigt hatte, ist das hinterlegt. Also wir sind genau an der Stelle. Die Default-Annahmen zu der Höchsttemperaturwärmepumpe, die sind im Prinzip hier dargestellt in diesem Bereich. Also wir gehen von der Quelle mit 50 Grad aus, von der Senke mit 180 Grad. Bei der Hochtemperaturwärmepumpe ist die Quelle liegt die bei 30 Grad und die Senke bei 85 Grad. Das führt natürlich dazu, dass ich hier eine wesentlich geringere Temperaturdifferenz habe und die Leistungszahl bei der Hochtemperaturwärmepumpe erstmal deutlich höher liegt als bei der Höchsttemperaturwärmepumpe. Aber genau hier hat man eben die Möglichkeit, auch individuell entweder eine Leistungszahl direkt einzugeben hier oben oder eben über diese Temperaturniveaus zu arbeiten, auch über die Gütegrade der Wärmepumpe, dass man hier andere Annahmen einträgt und somit auch natürlich zu anderen Ergebnissen kommt dann. Vielen Dank, Thomas. Damit würde ich noch mal an Paul Münnich übergeben mit ein paar konzeptionellen Fragen. Einmal gab es Fragen zur Einordnung der Folie, wie die verschiedenen Maßnahmen zur CO2-Minderung beitragen. Die erste Frage, wie ergeben sich die Zahlen für Klimaschutzverträge? Eine Studie, an der du ja auch mitgearbeitet hast. Und die zweite Frage, ob man diesen Markthochlauf, der eben zu diesen 10 Millionen Tonnen Minderung führt, nochmal einordnen kann, gerade auch in Bezug auf die Notwendigkeit, dass da natürlich ganz neue Wertschöpfungsketten aufgebaut werden müssen. Vielleicht kannst du da nochmal Stellung nehmen, Paul, danke. Paul, ich glaube, du bist noch stumm geschaltet. Ah ja, Verzeihung, ja, das ist richtig, okay. Genau, ich habe nochmal die entsprechende Folie hier aufgelegt. Die Einordnung ist, Klimaziele ist vor allem, dafür ist vor allem die rechte Grafik hier entscheidend und die Minderungen durch die Klimaschutzverträge, die ergeben sich vor allem eben durch Minderungen im Stahlsektor mit 18 Millionen Tonnen, 3 Millionen Tonnen im Zementsektor und bis zu 6 Millionen Tonnen in der Ammoniakbranche. Das ergibt sich vor allem eben dadurch, dass bei den Klimaschutzverträgen ein Technologiewechsel unterstützt wird, bei der Stahlproduktion beispielsweise von der Stahlproduktion mit Kohle, die Umstellung dann auf die Produktion mit erneuerbarem Wasserstoff. Jetzt war die zweite Frage, inwiefern der Markthochlauf
bei der Elektrifizierung von Prozesswärme geschafft werden kann. Und ich denke, das sind ganz valide Punkte, die der Fragesteller da in den Raum geworfen hat. Wir müssen jetzt zügig daran arbeiten, die entsprechenden Lieferketten aufzubauen. Wir müssen diese Technologien in die Praxis bringen und dafür braucht es letztlich jetzt auch ein, wie eben beschrieben, so ein Sonderförderprogramm und langfristig dann auch diesen Zero-Carbon-Standard. Aber aus rein der Perspektive der technischen Umsetzbarkeit und der Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom wäre das ein Szenario, was konform ist mit den sonstigen Arbeiten von Agora Energiewende und mit den Zielen der Bundesregierung. Vielen Dank, Paul. Eine weitere Frage, die aufgetaucht ist, und ich weiß, du hast dich ein Stück weit damit beschäftigt, ist, wie jetzt diese beiden Technologien zusammen entweder in Konflikt stehen oder aber auch in Synergie mit anderen Wärmequellen. Solarthermie war in der Diskussion, Geothermie war auch in der Diskussion, ob es da vielleicht einen Konflikt gibt, ob wir mit Wärmepumpen da einen Lock-in schaffen. Ein zweiter Fragenaspekt war der Konflikt oder die Synergie mit Nahwärmenetzen. Vielleicht könntest du da noch kurz deine Gedanken darlegen. Danke. Ja, vielen Dank für die Fragen. Also ich sehe da bei der Nutzung von konzentrierender Solarthermie oder Tiefengeothermie keine Nutzungskonkurrenzen mit der Elektrifizierung. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass diese beiden Technologien sich sehr gut ergänzen können. Also ein Beispiel wäre der große Chemiepark. Jetzt schweben da die Chemieparks im Rheinland vor, da ist wenig Platz zur Verfügung. Da jetzt im großen Maßstab Wärme über konzentrierende Solarthermie zur Verfügung zu stellen, ist eher unwahrscheinlich, dass das möglich ist. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, die vor allem im ländlichen Raum angesiedelt sind, die möglicherweise auch gar nicht die entsprechenden Netzanschlüsse haben. Und gerade da ist natürlich dann diese Solarthermie eine interessante Lösung. Bei der tiefen Geothermie ist das Potenzial auch sehr, sehr groß. Da ist aber die zentrale Hürde, dass wir hier sehr große Investitionsvoraussetzungen haben. Also man muss sehr viel Geld investieren, um Wärmequellen zu erforschen. Und dann haben wir immer noch die Gefahr, dass dann keine Wärme in diesen vielen tausend Metern Tiefe gefunden wird, die man dann industriell nutzen kann. Aber natürlich, ich habe einmal dargestellt, wir haben diese Nutzungskonkurrenz auch für Strom. Das heißt, immer da, wo wir Wärme über andere erneuerbare Quellen bereitstellen können, da sollten wir das tun. Vielen Dank. Jetzt hatten wir noch eine Frage, die ich vielleicht kurz beantworten möchte. Es ging darum, wie wir die Treibhausgasbilanz der Stromnutzung berechnet haben. Wie Herr Münig uns vorgestellt hat, haben wir die durchschnittliche CO2-Intensität des Stroms genommen. Man könnte natürlich auch mit der marginalen Stromintensität rechnen, also das Grenzkraftwerk ansetzen. Wir haben das stark diskutiert intern. Und einerseits ist es natürlich so, dass wir von einer Vielzahl von Maßnahmen sprechen. Wir können nicht für jedes dieser Maßnahmen dann immer das Grenzkraftwerk herausrechnen. Es geht ja hier um einen systemischen Ansatz. Der zweite Punkt ist, dass wir über diese systemdienliche Elektrifizierung, die hier in der Diskussion steht, natürlich auch den Ausbau der Erneuerbaren schlechthin unterstützen. Und wie die Modellierung von Herrn Münig gezeigt hat, erledigt sich das Problem dann nach 2030 graduell von alleine. Vorausgesetzt, wir sind mit dem Ausbau der Erneuerbaren so erfolgreich, wie wir es eben sein wollen. Und wir sind eben der Überzeugung, dass diese systemdienliche Elektrifizierung, wie wir sie hervorgestellt haben, eigentlich dem Ausbau der Erneuerbaren nützt. Wir können jetzt aber da weiter in die Diskussion gehen. Ich möchte mein Panel noch mal herzlich begrüßen und bitten, die Kameras freizuschalten, damit wir dann in die Diskussion kommen können. Ich habe das große Vergnügen, zunächst Frau Dr. Tanja Ruhl von der DENEF vorzustellen. Ich habe mich gefreut, als ich auf ihrer LinkedIn-Seite war. Sie ist nämlich Policypreneur. Und das kann sie uns ein bisschen einordnen, aber ich vermute mal, dass Sie uns hier mit kreativen Beitragen für die Diskussion der Politikinstrumente zur Verfügung steht. Herzlich willkommen, Frau Dr. Tanja Ruhl.
Dann haben wir noch Philipp Albert vom BMWK. Er ist eben zuständig für solche Förderprogramme, Dekarbonisierung in der Industrie, auch Klimaschutzverträge. Und er steht uns heute zur Verfügung, um zu diskutieren, wie wir jetzt in die konkrete Umsetzung kommen können, wie wir von unseren Politikempfehlungen jetzt in die politische Umsetzung kommen. Des Weiteren haben wir Dr. Christian Hüttel von Siemens Energy. Er ist unser Experte für Umsetzung, kann uns sagen, welche Technologien heute schon kommerziell einzusetzen sind und was für Rahmenbedingungen er braucht, damit er dann die Industrie bedienen kann. Und zu guter Letzt Felix Seebach von der BASF, die natürlich dann als sehr prominentes Beispiel für den Einsatz dieser elektrifizierten Wärmelösungen im Fokus der Diskussion stehen und die ja auch kürzlich erste sehr interessante Ankündigungen gemacht haben. Deswegen herzlich willkommen an das gesamte Panel. Ich möchte vielleicht einsteigen mit Fragen an Frau Dr. Tanja Ruhl, denn sie arbeitet ja an diesem Thema und ich würde Sie gerne fragen, wie Sie denn die Dekarbonisierung der Prozesswärme insgesamt und gerne auch andere Technologien im Vergleich zur Elektrifizierung einschätzt und wie Sie die aus den Perspektiven der Umsetzbarkeit, aber auch Energie- und Systemeffizienz einschätzt. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ich muss vor allem eingangs sagen, dass mich diese Studie sehr beeindruckt hat und die kommt einfach genau zur richtigen Zeit. Ne? Also wir sind gerade mit zwei Problemen gleichzeitig beschäftigt. Wir müssen dringend dekarbonisieren. Das ist das Thema, das uns schon seit Jahren beschäftigt. Jetzt müssen wir gleichzeitig eine Antwort auf akute Energieknappheit finden wegen der Russland-Krise. Und da ist natürlich die Frage, in welcher Form unterstützen sich diese beiden Herausforderungen da und an welchen Stellen liegen sie zueinander quer. Und ich muss möglicherweise Rückschritte bei der Dekarbonisierung in Kauf nehmen, weil ich jetzt in irgendeiner Form auf Energieknappheit reagieren muss. Und da eröffnet, glaube ich, Ihre Studie eine ganz hervorragende Perspektive, dass ja Technologien wirklich marktreif und eigentlich auch wirtschaftlich zur Verfügung stehen, mit denen ich beide Herausforderungen angehen kann, heute schon. Das heißt, die ganz wichtige Botschaft Ihrer Studie ist, Dekarbonisierung von Prozesswärme ist möglich und ganz viel davon sofort. Und das geht natürlich mit dem einher, was wir bei der DENEF auch auf unserer Jahreskonferenz in der letzten Woche ganz klar herausgestellt haben. Wir haben alles, nur keine Zeit. Deswegen ist das eine ganz wichtige Botschaft, die Sie mit dieser Studie liefern können. Aber was natürlich von unserer Seite auch sehr erfreulich ist, ist, dass Sie da Erneuerbare und Energieeffizienz so konsequent zusammendenken. Also Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, die DENEF als Energieeffizienzverband und ich als diejenige, die für ganz viele auch größere Energieberater steht, die Industrieunternehmen auf dem Weg zur Dekarbonisierung begleiten. Da kriegt man natürlich eigentlich erst mal ein bisschen kalte Füße, wenn man denkt, okay, ich muss jetzt da im Endeffekt vielleicht eine Art Durchlauferhitzer verwenden oder noch schlimmer über viele Prozessschritte im Wasserstoff gehen, bis ich dann irgendwie letztendlich bei meiner Nutzenergie angekommen bin. Deswegen ist es für uns natürlich auch eine super Botschaft zu sehen, dass es ganz viele Prozesswärmepotenziale gibt, die ich mit sehr effizienten Technologien erschlagen kann. Das vielleicht eingangs und in aller Kürze gerne nachher mehr. Vielen Dank. Ich möchte kurz noch mit einer Frage nachhaken. Man bekommt den Eindruck, dass die Wärmewende sich sehr stark auf Gebäude fokussiert und dass die industrielle Prozesswärme noch nicht wirklich in der Diskussion steht. Ist dieser Eindruck zu bestätigen? Und wenn ja, was können wir tun,
damit auch die Unternehmen, und damit meine ich nicht nur die Anwender, sondern eben auch die Zulieferer und die Unternehmen, die das dann umsetzen müssen, hier die Chance erkennen und dann wirklich diesen Markthochlauf auch umsetzen können. Also den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Und ich glaube, hier geht es in allererster Linie um eine klare politische Kommunikation, dass diese industrielle Wärmewende notwendig ist. Und zwar nicht erst irgendwann, sondern ganz bald. Und dann kann ich natürlich mit dem kompletten politischen Instrumentenkanon daran gehen und kann sagen, ich brauche realistische Preise, ich brauche Förderung, ich brauche Rahmenbedingungen, zum Beispiel bei den Netzentgelten. Aber das Erste und Wichtigste ist wirklich klar zu sagen, wir machen das jetzt. Vielen Dank, das ist schon mal ein guter Hinweis. Jetzt möchte ich gleich weitergeben an Dr. Christian Hüttel, der natürlich diesen Geschäftsbereich bei Siemens Energy verantwortet. Er ist Business Owner für Industrial Heat Pump Solutions. Deswegen erhoffe ich mir von ihm eine erste Einschätzung. Wie steht dieser Markt? Ist den Unternehmen bewusst, dass es Technologien gibt? Und was bietet Siemens Energy denn an und könnte wirklich jetzt kurzfristig umgesetzt werden? Vielen Dank. So, hallo auch von meiner Seite. Also ich beginne mal, was der Markt von uns möchte, beziehungsweise wie weit dieser Markt ist, vielleicht ganz kurz. Und da ist es schon so, dass wir im Moment in einer Phase sind, in der wir den Markt, ich sag mal, ausbilden in dem Bereich, was wir heute technisch schon liefern können, also was möglich ist, auch in welchen Größenordnungen wir liefern können. Das Ganze oft zunächst in einer sogenannten Energiesystem-Design-Studie mit dem Kunden oder dem Markt diskutiert wird, was ist überhaupt sinnvoll einsetzbar in dem existierenden Umfeld, denn wir dürfen natürlich eins nicht vergessen, wir machen diese ganze Übung in einem existierenden Energiesystem. Also das heißt, Produktionsstabilität ist massiv wichtig für alle unsere Kunden, wenn wir heute sagen, wir rüsten ein Wärmepumpensystem nach. Das heißt, da ist immer schon eine existierende Anlagenstruktur, in die eingepasst werden muss, die entsprechend modifiziert werden muss. Das sind eben Diskussionen, die oft nicht geradeaus laufen. Hallo, ich hätte gerne 25 Megawatt Wärmepumpe. So einfach ist es oft nicht. Das vielleicht vorneweg, also so sehen wir den Markt im Moment, dass eben da schon eine gewisse Ausbildungsfunktion auch in unserer Seite liegt. Ich will nicht sagen technisch, sondern eben einfach, was ist möglich von Wärmepumpenseite aus. Und das führt mich zu dem, was heute möglich ist. Wir aus Siemens Energy Sicht, und ich glaube, da kann ich auch für Wettbewerber sprechen, sind heute sehr wohl in der Lage, Wärmepumpen standalone bis 150 Grad anzubieten in Leistungsbereichen im doppelten Megawatt-Bereich. Also das Größte, was wir jetzt persönlich mit Kunden im Moment diskutieren, sind 85 Megawatt im Einzelunit. Und das Ganze ist erweiterbar bis, ich würde schätzen, heute 300 Grad. Also wir bieten gerade auch 60 Bar Dampferzeugung an. In Kombination dann mit einer Dampfverdichtung zum Beispiel. Also das heißt, da sind wir schon an dem Bereich, wo ich sage, das adressiert genau diesen Bereich, den der Herr Münch auch vorgestellt hat, wo wir sagen, es ist diese Niedertemperaturprozesswärme, wie wir es nennen wollen, bis einschließlich dieser Höchsttemperaturwärmepumpen. Alles darüber hinaus ist technisch für uns grundsätzlich machbar, haben wir heute noch kein Produkt, also ich sage jetzt mal bis 600 Grad gedacht, da haben wir aber intern auch offen gestanden, Fragezeichen, ist das mit Wärmepumpen überhaupt noch sinnvoll zu adressieren und sollte man das tun? Sehr schön. Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass natürlich die Integration in bestehende Anlagen unter Umständen recht komplex werden kann. Welche Rolle spielen bei der Planung solcher Anlagen einerseits die Gesamteffizienz des Systems, also nicht nur die Wärmepumpe, sondern wie sie sich in das Gesamtsystem eingliedert, aber auch die Flexibilisierung, die ja gerade für den Markthochlauf, für die Dekarbonisierung des Stromsektors auch sehr wichtig ist. Sind das Aspekte, die schon in der Diskussion sind, oder müsste man da über politische Anreize sicherstellen, dass da auch wirklich alle Potenziale gehoben werden? Also ich fange mal nochmal technisch an, also in dem Sinne, dass wir sagen, wir bewerten heute immer die Gesamteffizienz einer Anlage, wenn wir die über eine Wärmepumpe oder wenn wir eine Wärmepumpe in diese Anlage installieren. Also das bedeutet, man guckt sich den Gesamtprozess an. Es gibt Maßnahmen, die vor der Installation der Wärmepumpe zu treffen sind, um sozusagen am Schluss auch ein optimiertes CapEx, was für eine Wärmepumpe aufzuwenden ist, zu definieren. Also es
offenkundig kann es manchmal sein, eine Wärmepumpe mit x Megawatt zu bauen. Dann guckt man sich das System detaillierter an und sagt, es gibt aber noch Maßnahmen davor. Dann wird die entsprechend kleiner, was das Invest natürlich fördert. Also tatsächlich, eine Wärmepumpe ist nur dann einzusetzen, wenn ich im Grunde schon mal meine Pinch-Analyse vollständig durchgeführt habe und dann nutze ich sie, um über den Pinch zu heben. Das vielleicht technisch. Ansonsten aus der regulatorischen Sicht würde ich sagen, was natürlich helfen würde, Wärmepumpen zu platzieren, ist auch nicht nur dieser Aspekt der Wärmeerzeugung, sondern auch zu sagen, die Abwärme, die produziert wird, ist sozusagen A, grün, das hatten wir heute schon gehört, die nicht vermeidbare Abwärme. B, ist aber auch ein Nachweis zu führen, dass sie nicht wieder einsetzbar ist. Also letztlich zwei Teilaspekte, die ich da sehe. Eben zum einen die Produktion der Wärme, zum anderen aber auch zu sagen, wir verpflichten uns ein Stück weit, die nicht vermeidbare Abwärme auch tatsächlich weiter zu nutzen. Also eben dann entsprechend vernünftige Abwärmequellen für Wärmepumpen auch, ich sag mal, bewusst zugänglich zu machen. Und das muss ja nicht nur in Prozesswärme sein, das kann ja auch sein, ich habe ein Datencenter mit Abwärme, das dann Fernwärme produziert. Also das ist ein für mich übergreifendes Thema, dass wir heute sagen, nicht vermeidbare Abwärme ist zu verwenden. Richtung Flexibilisierung, woran wir ein Stück weit aus Wärmepumpenlieferantensicht zu knabbern haben, ist natürlich, dass die Industrie sehr individuell unterwegs ist. Also das heißt, kein Anwendungsfall gleich dem anderen. Und was ich mir da wünschen würde, wäre eben aus Industrieverbänden heraus, wir sind mit der CEPI, also der Confederation of European Paper Industry, jetzt sehr stark unterwegs, Richtung standardisierte Anwendungsfälle zu denken. Da sind mehrere Lieferanten dabei, um uns eine Art, ich sag mal, Blaupause einer Standardpapierfabrik zu definieren, für die wir dann auch liefern können. Das hört sich sehr sinnvoll an, dass man versucht, trotz aller Komplexität die Verfahren ein Stück weit zu standardisieren. Aber jetzt möchte ich mal Herrn Felix Seebach bitten, uns einerseits aus Unternehmensperspektive darzulegen, wo heute Wärme gebraucht wird. Und ich glaube, da gibt es ein großes Universum bei BASF, wie diese Wärme heute produziert wird und welche Pläne und Gedanken es gibt, da graduell zu elektrifizieren und vielleicht auch, welche Hürden dafür noch auftauchen. Ja, vielen Dank, Herr Hauser. Ich kann mich da vielem anschließen, was schon gesagt wurde. Bei uns ist die Situation so, ich kann also klar sagen, die Wärmefrage und die Frage, wie reduziere ich Emissionen, die aus der Wärmeproduktion entstehen, stehen für BASF sehr hoch auf der Agenda. Allein schon, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt. Ich will sie nicht über Gebühr langweilen, nur so viel. An unserem Standort Ludwigshafen haben wir Gesamtemissionen von derzeit etwa 7,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Davon kommt die Hälfte, ziemlich genau 50%, aus der Strom- und Dampfproduktion in den GUD-Kraftwerken. Und wenn Sie das dann runterschlüsseln auf die Wärme, dann kommen Sie nochmal auf etwa dann die Hälfte dessen, was aus der Wärme kommt. Also etwa 1,5 Millionen Tonnen Emissionen aus der Wärmeproduktion am Standort Ludwigshafen jedes Jahr. Das heißt, wenn Sie sich da die verschärften Klimaziele, die verschärften Vorgaben aus dem europäischen Emissionshandel und so weiter angucken, kommen Sie an der Wärme gar nicht vorbei. Das müssen Sie also adressieren und das Thema ist auch ganz oben bei uns. Man muss allerdings wissen, Stichwort Abwärmenutzung, bereits heute von den 20 Millionen Tonnen Dampfbedarf, die wir am Standort haben, kommt die Hälfte schon aus Abwärmenutzung aus chemischen Prozessen. Das heißt, wir speisen auch das schon in ein Wärmenetz ein und nur, sage ich mal, die andere Hälfte wird sozusagen dann im GUD-Kraftwerk bereitgestellt. Deswegen arbeiten wir stark an der Wärmepumpentechnologie, haben mehrere Projekte, eins mit Siemens Energy, eins mit MAN, jetzt jüngst angekündigt. Herr Hauser, ich nehme an, das war das, auf was Sie abgezielt haben. Die Realisierung dieser Projekte steht unter diversen Vorbehalten. Mit MAN machen wir erst eine Machbarkeitsstudie jetzt, die unterschiedliche Aspekte untersuchen soll. Mit dem Projekt mit Siemens sind wir weiter, aber da steht das alles unter einem Fördervorbehalt auch des Bundeswirtschafts- und Klimaministeriums. Also da muss ich noch ein paar sozusagen Einschränkungen machen, das muss ich immer dazu sagen. Aber wir sind sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass wir diese Projekte realisieren können. Und sagen wir mal, wofür wird es gebraucht? Wir haben 200 Produktionsanlagen am Standort. Sehr viele von denen brauchen Dampf in unterschiedlichen Temperaturen, in unterschiedlichen Druckstufen. Das ist auch sehr wichtig, wenn wir über Flexibilisierungspotenziale etc. sprechen. Wir müssen immer die Drücke, das geht los bei 4 Bar und geht hoch bis zu 40, 100 Bar, die müssen wir darstellen können. Und zwar
sagen wir mal, in einem Grundlastbetrieb. Also das ist immer die Herausforderung, wenn wir dann auch über Flexibilisierung sprechen. Welche Produkte? Ja, ich habe mir mal im Vorfeld zur Vorbereitung dieser Veranstaltung die größten Dampfverbraucher am Standort angeguckt. Und das sind natürlich jetzt sehr, sehr chemische Begriffe. Das ist ein Adipinsäurekomplex, das ist eine Zitralfabrik. Um ein bisschen Gefühl dafür zu geben, Adipinsäure ist ein chemisches Zwischenprodukt, das vor allem in die Polyamid-Wertschöpfungskette reingeht. Polyamid geht in den Fahrzeugbau, geht in die Textilindustrie, Spezialfasern und Ähnliches. Also findet sich in einer ganz breiten Anwendung. Wir haben also einen direkten Bezug sozusagen zu alltäglichen Produkten dann, die am Anfang oder in der Mitte der Wertschöpfungskette sehr stark auf Dampf angewiesen sind. Fokus-Wärmepumpen. Es wurde viel über Elektrodenkessel und deren systemdienlichen Beitrag gesprochen. Wir fokussieren bisher sehr stark auf Wärmepumpen. Warum? Ich habe Ihnen die Zahlen genannt. 20 Millionen Tonnen Dampfbedarf, 1100 Tonnen pro Stunde Dampfbedarf im Schnitt in Ludwigshafen. Das heißt, wir gehen natürlich erstmal auf Technologien, die wir sehr grundlastfähig, sagen wir mal, im Zuge einer sehr zuverlässigen Versorgung fahren können. Und deswegen gehen wir auch derzeit auf die Wärmepumpen. Das schließt überhaupt nichts aus. Ja, das schließt nicht aus, dass wir nochmal in die Elektroden-E-Boiler-Technologien reingucken. Machen wir sowieso andauernd. Große Firma guckt sich permanent Optionen an. Aber das, wo wir drüber sprechen, das sind vor allem die Wärmepumpen. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei, weil Sie sagen, was sind die Hürden? Erstens, technologisch ist es so, wie Herr Hüttel sagte, das funktioniert nicht von der Stange. Wir bauen das in einen bestehenden Produktionsverbund mit 200 Anlagen an, die extrem interdependent sind. Das heißt, wir bezeichnen das auch immer ein bisschen als Pilotprogramme, weil wir mit der Implementation dieser Technologien auch etwas lernen wollen. Und mit jeder weiteren Investition, die Sie dann in diesem Bereich tätigen, haben Sie mehr Lerneffekte und können dann auch Effizienzen weiterheben. Das heißt, wir wollen auch sehr viel ausprobieren und gucken, wie wir die fahren können. Da spielt natürlich dann auch ein potenzielles Flexibilisierungspotenzial, sei es auf der Dampfseite oder auf der Chemieanlage, um die es ja eigentlich geht, auch eine große Rolle. Politisch-regulatorisch sehe ich zwei Dinge. Das eine ist ein Förderrahmen, der den Markthochlauf unterstützt. Hier sind wir in sehr guten Gesprächen, auch mit dem Ministerium im Bereich Dampf. Jetzt kann man immer sagen, natürlich würden wir uns alle wünschen, ich glaube, das BMWK eingeschlossen, dass manche Dinge auch ein bisschen schneller gehen, auch mit Blick auf EU-Beihilferecht und ähnliche Fragen. Ja, das ist, glaube ich, immer ein Thema. Aber im Kern sehen wir uns hier schon sehr gut aufgehoben. Die viel größere Frage, und da würde ich dann auch den Bezugspunkt zu Ihrer Studie und Ihrer Untersuchung machen, ist, das Ganze steht und fällt mit der Verfügbarkeit von grünem Strom. Wir sind heute mit unseren KWK-Anlagen, was den CO2-Footprint angeht, besser als der Netzbezug. Keiner bei uns will eine Wärmepumpe, einen E-Boiler oder eine Wasserelektrolyse mit Kohlestrom aus dem Großkraftwerk Mannheim betreiben. Ja, das will in der BASF keiner, das macht keinen Sinn. Das heißt, der Strom muss grün sein. Soweit sind wir uns, glaube ich, einig. Das heißt, erneuerbaren Ausbau, aber fast wichtiger noch, ist der ganze Infrastrukturausbau, was die Netze angeht. Das ist das große Bottleneck. Und der nächste Punkt ist, und das ist so ein bisschen das, wo ich vielleicht so die ein oder andere abweichende Einschätzung auch hätte, ist diese ganze Diskussion um das Optimum bei den Vollbenutzungsstunden von diesen Technologien. Da reden wir über Wasserstoff, da reden wir über Wärme. Die Diskussion haben wir immer wieder. Und unsere Erfahrung ist, diese Studien, die Sie machen, sind hervorragend und haben auch ihren Platz in der Debatte. Aber die Übersetzung in die Regulierung dann, die ist einfach nicht trivial. Ja, ich muss dann sozusagen dieses volkswirtschaftliche Optimum, das muss ich dann regulatorisch treffen. Und da fängt es dann auch an, schwierig zu werden. Da bin ich schnell in dieser ganzen RED3-Diskussion, die wir in Brüssel führen. Dann wird die Gebotszone für den Strom beschränkt, da werden die Vollbenutzungsstunden beschränkt, da werden gekoppelte Herkunftsnachweise verlangt und. Also das sind alles Regelungen, Detailregelungen, die den Markthochlauf und die Investitionsplanung in diese Technologien, sagen wir mal, nicht erleichtern. Und vor allem nicht vor dem Hintergrund, wie Sie gesagt haben, Herr Hauser, hier wird ein Problem adressiert, dass sich das perspektivisch immer kleiner wird. Und dann auch, wenn wir mit den Energie- und Klimazielen dahin kommen, wo wir hinwollen, sich irgendwann auch erledigt. Also hier wäre unser dringendes Petitum bei allen Technologien und auch hier nicht, sagen wir mal, allzu kleinlich, allzu granular zu werden bei diesen Vorgaben,
sondern auf ein europäisches Herkunftsnachweissystem zu gehen, das etabliert ist, auf einen glaubwürdigen Nachweis, dass der Strombezug grün ist, zu gehen, natürlich, keine Frage. Aber ansonsten von weiteren Kriterien wie zeitliche Korrelation zwischen Erzeugung und Verbrauch und ähnlichen Dingen, da kommen wir nämlich hin, wenn Sie das alles eigentlich regulatorisch übersetzen wollen, von denen abzusehen, weil das wird dem Markthochlauf an der Stelle nicht helfen. Vielleicht würde ich es mal dabei belassen in der ersten Runde. Danke. Vielen Dank, Herr Seebach. Wertvolle Hinweise. Ich gehe mal davon aus, dass wir zumindest bei diesem Projekt sehr stark auf marktdienliches Verhalten setzen werden und keine weiteren Artifizien brauchen, von denen Sie gesprochen haben. Ich stelle Ihnen das mal in Aussicht. Aber das möchte ich jetzt erstmal noch an Philipp Albert übergeben, dass wir von ihm hören, welche Stellenwert eben die Elektrifizierung jetzt gerade im BMWK hat. Einerseits aus der Sicht der Reduzierung des Erdgasverbrauchs, aber dann natürlich auch in Bezug auf Klimaschutz und vor allem eben in Synergie mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wie er jetzt eben auch schon gefordert würde. Herr Albert, gerne. Ja, Herr Hauser, herzlichen Dank. Genau, mein Name ist Philipp Albert. Ich arbeite im BMWK im Referat, das für die Förderprogramme zur Dekarbonisierung der Industrie zuständig ist. Und wir verfolgen bei der Dekarbonisierung der Industrie grundsätzlich einen technologieoffenen Ansatz. Also wir sehen verschiedene Technologien als relevant an, um die Industrie zu dekarbonisieren. Auf der einen Seite und als sehr wichtiges Element, was wir heute ja besonders ansprechen, die Direktelektrifizierung von industriellen Prozessen. Dazu gehört natürlich auch die Prozesswärme als enorm wichtigen Punkt, wie wir ihn ja vorhin auch gehört haben. Dazu gehört aber auch der Wasserstoffeinsatz und der Wasserstoffhochlauf sowie natürlich auch noch andere Technologien wie zum Beispiel CCU oder was es noch gibt. Aber in diesem Konzert dieser verschiedenen Technologien, die wir als wichtig erachten, spielt Direktelektrifizierung einen enorm wichtigen Punkt. Denn es ist sozusagen eine Technologie, die mit relativ wenig Effizienzverlusten erstmal einherkommen kann und die auch zumindest so, wie das jetzt auch hier für die Prozesswärme, wie wir vorhin gehört haben, auch eine eher kostengünstige Methode ist und sollte daher eingesetzt werden in all den Industriebereichen, in denen es möglich ist, zu direkt elektrifizieren. Wie wir auch gesehen haben, wenn man erst den grünen Strom in Wasserstoff umwandelt, um ihn dann wieder für andere Sachen einzusetzen, ist es immer erstmal teurer. Deswegen ist es für uns eine sehr wichtige Technologie. Diese Technologie wird uns auch von der Europäischen Kommission in dem Sinne sehr nahegelegt, dass aufgrund der Beihilferegeln, die ja schon angesprochen wurden von Herrn Seebach, unter den neuen Beihilferegeln, die uns hier vorgegeben werden, insbesondere kostengünstige Technologien an erster Stelle gesetzt werden. Ja? Und wie wir gehört haben, ist die Direktelektrifizierung auch bei der Prozesswärme eine kostengünstigere Variante und sollte deswegen hier prioritär auch eingesetzt werden. Ihre zweite Frage, welche Synergien und Konflikte könnten bei dem Ausbau der EE, der Netze und auch der Direktelektrifizierung sehen? Also zum ersten Punkt ist es natürlich eine Herausforderung. Das möchte ich an der Stelle gar nicht verneinen. Also wenn wir diese Standorte Ludwigshafen und auch andere Chemiestandorte zum Beispiel direkt elektrifizieren wollen, da kommen enorme Mengen an grünem Strom, der benötigt wird, auf uns zu. Deswegen haben wir ja zum Beispiel jetzt auch im Osterpaket, was ja gestern durch den Ausschuss ging und heute im Bundestag ist, weil ich weiß, auch morgen in den Bundesrat geht, deutliche Anhebungen der Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt. So ist zum Beispiel geplant, bis 2030 soll 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Es gibt Ausbauziele, zum Beispiel für Windenergie 10 Gigawatt pro Jahr, für Solarenergie 22 Gigawatt pro Jahr,
die hier weiter ausgebaut werden sollen. Also von der Seite sozusagen wird da sehr viel daran gesetzt, hier den Strom auf grün umzustellen, denn genau wie schon gesagt wurde, ist das sozusagen, mit dem das Ganze steht und fällt, also sowohl für die Direktelektrifizierung als auch für Wasserstoff und für alles Weitere. Und als dritten Punkt natürlich sind auch die Netze sehr relevant. Ja, die Netze, wir wissen ja auch, Strom, Windenergie ist oft mehr im Norden von Deutschland. Das ist aber nicht unbedingt dort, wo alle Industrien sind, in der grüner Strom eingesetzt werden soll. Deswegen ist es auch eine Herausforderung, natürlich den Strom dorthin zu bringen, wo er eingesetzt werden soll. Und auch hier arbeiten wir daran, möglichst den Netzausbau den Interessen der Nutzer anzupassen. Und in dem Osterpaket sind ja auch viele Maßnahmen verabschiedet worden, neue Ausbaumengen, neue Ansätze und auch Möglichkeiten der B-Netz-A hier Prioritäten setzen zu können. Genau, soweit erstmal von mir. Vielen Dank. Das hört sich ja an, wie wenn wir jetzt langsam einerseits die Chancen erkannt haben und jetzt aber auch in die Umsetzung kommen. Jetzt hatten wir viele Fragen im Chat. Wir werden leider nicht die Möglichkeit haben, alle zu beantworten. Wir werden aber die Fragen im Rahmen jetzt der Finalisierung der Studie aufgreifen und wirklich versuchen, dann zu allem Stellung zu nehmen. Es gibt aber zwei Sachen, die herausstechen, und die möchte ich noch einmal im Rahmen einer Schlussrunde für unser Panel kurz beleuchten. Und die erste Frage bezieht sich eigentlich auf diesen Markthochlauf, der von Paul Münnich visualisiert wurde, der eben jetzt sehr schnell diese Technologien, und wir sprechen nicht nur von Elektrodenkesseln und Wärmepumpen, sondern auch anderen Elektrifizierungstechnologien, in den Markt bringt. Und das heißt, wir brauchen eigentlich den Aufbau einer ganz neuen Branche, die diese Elektrifizierungstechnologien darstellen und dann umsetzen können. Die Frage ist, wie realistisch ist das und welche Hürden müssen wir in Angriff nehmen, damit das realistisch wird, und mit welchen Politikinstrumenten? Ich würde noch mal durch die Runde gehen und zunächst Frau Dr. Tanja Ruhl, und dann machen wir daraus eine Schlussrunde. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ja, wie immer wird es natürlich um einen guten Mix gehen müssen bei Politikinstrumenten, das ist klar. Vor allem muss, wie ich eingangs schon gesagt habe, die Überzeugung der Regierung klar werden, dass wir das wollen. Ne? Und das findet sich zum Schluss in den verschiedenen Regularien wieder. Was ganz klar ist, ist, dass wir sowas nicht alleine über Förderung lösen können. Klar ist, wenn ich was Neues habe und es irgendwie den Leuten schmackhaft machen würde, ist Förderpolitik natürlich ein schönes Instrument, aber wir haben ganz viele weitere Baustellen, gerade auch klimapolitisch, deshalb wird es da bei Förderung nicht bleiben können. Wir brauchen da auch ein paar klare Ansagen. Ich denke, gerade wenn wir in den Bereich Neuinvestitionen schauen, dass man dann auch einfach sagt, liebe Leute, wenn ihr da jetzt neue Prozesswärme braucht, dann macht das dekarbonisiert ab einem bestimmten Zeitpunkt. In welchem Format und ab wann, das wäre natürlich zu diskutieren, aber das wird nicht ohne klare, auch teilweise ordnungsrechtliche Ansagen gehen, so wie Sie das zum Beispiel über das Bundesemissionsschutzgesetz vorgeschlagen haben. Und ganz klar sehe ich auch die Netzentgelte hier. Also das haben Sie ja in Ihrem Rechner auch nochmal dargestellt, was das für irre Unterschiede machen kann, ob sich eine Technologie lohnt in Abhängigkeit davon, wie die Netzentgeltsystematik ist. Da denke ich, haben wir eine Riesenbaustelle, und die sollten wir so bald wie möglich angehen. Vielen Dank. Also ein Plädoyer für Ordnungsrecht und Netzentgeltreform. Es gab im Chat die Frage, wir sollten Netzentgeltreform diskutieren. Das überlassen wir einem weiteren Projekt. Jetzt möchte ich weitergehen und die Frage noch an Herrn Seebach geben. Auch wieder, was sind die Hürden und mit welchen Instrumenten können wir sie abtragen? Also ich glaube, Frau Rohl hat recht, wir werden uns zur Klimaneutralität nicht hinsubventionieren können. Ja, das hält kein Staatshaushalt aus, und das ist auch nicht das Zielbild, das die deutsche Industrie hat. Ja, das würde ich mal so, oder auch nicht die BASF hat. Also insgesamt geht es um einen Mix, um einen pragmatischen Mix, der sich am Ende an der Minderung von CO2-Emissionen orientiert.
der sich am Ende beim Einsatz, am pragmatischen Einsatz von Grünstrom orientiert. Und das muss gewährleistet werden. Ein ganz großes Thema ist das Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Flexibilitätsoptionen. Wir hatten es neulich schon mal in einer anderen Agora-Runde zur klimapositiven Chemie. Es ist natürlich, um es mal gelinde zu formulieren, eine Herausforderung von der Kapitalkostensicht, wenn Sie im Bereich Wärme ein auf Wärmepumpe gestütztes Wärmesystem aufbauen, aber gleichzeitig als Backup Ihre GUD-Kraftwerke weiter betreiben müssen. Ja, das ist natürlich ein komplett neues System, das am Ende auf massiven Überkapazitäten im Grunde beruht. Und da muss man, glaube ich, einen sehr intelligenten Mix finden, wie man das kosteneffizient darstellen kann und wie ein Marktdesign sowas am Ende natürlich auch honoriert. Und das Zweite, was ich noch sagen will, ist, die volkswirtschaftliche Effizienz ist wichtig. Und die ist auch eine ganz wichtige Komponente auch unserer Planung. Auch wir planen Flexibilitätsüberlegungen, verschärfte Regulierung in diesem Bereich ein, in unsere Überlegungen. Aber am Ende ist die volkswirtschaftliche Effizienz des deutschen Stromsystems nicht der Bezugsrahmen für die BASF. Also um das klar zu sagen. Ja, also unser Bezugsrahmen ist der globale Chemiemarkt. Ja, und die Kostensensitivitäten, die da herrschen, vor allem im Bereich der Basischemie. Also das ist schlichtweg zu kurz gesprungen zu sagen, wir bauen uns hier ein volkswirtschaftliches, effizientes System, das aber für uns im globalen Maßstab nicht funktioniert. Also das ist auch etwas, eine ganz große Aufgabe in den nächsten Jahren. Und dann hatten Sie ja noch die Frage gestellt zum Thema Fachkräfte. Ich glaube, da sind die Anlagenhersteller und auch das Handwerk nicht zuletzt gefragt. Der Minister hat es ja, glaube ich, gestern im anderen Kontext gesagt, die Energiewende wird ohne Handwerks- und Fachkräftekapazitäten an die Wand fahren. Und ich glaube, da hat er sehr recht. Und ich glaube, da sind auch trotz allen Regularien im Bereich Stromversorgung, Netze und Ähnliches, das ist ein Aspekt, der wird, glaube ich, derzeit noch nicht ausreichend gesehen. Und da sind, glaube ich, die einschlägigen Branchenverbände dann auch gefordert mit Vorschlägen und mit diesen Initiativen. Also das ist mal so in a nutshell, würde ich sagen, das, was wir sehen. Und vielleicht noch eine Sache, auch wenn der Gaspreis dramatisch steigt und der Strompreis auch und alle Komponenten jetzt im Prinzip sich nach oben entwickeln und das vielleicht für die Wirtschaftlichkeit, für die blanke Wirtschaftlichkeit von manchen Projekten, das vielleicht die Situation ein bisschen entspannt, weil die fossilen Kosten eben so hoch sind, die ganze Situation erleichtert die Transformation überhaupt nicht. Die Konjunkturaussichten verdunkeln sich dramatisch, wenn Unternehmen nicht die Potenz haben, die wirtschaftliche Potenz haben, diese Investitionen zu stemmen und auch die Manpower, die Kapazitäten in diese Planung rein zu investieren, ist es ein großes Problem. Also die Sache wird nicht einfacher und deswegen ist sehr viel Pragmatismus gefragt. Und dann muss man eben schon überlegen, ob man für einen Zeitraum von 4-5 Jahren bis 2030 für bestimmte Technologien nochmal ein sehr striktes Regelwerk aufzieht. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Seebach. Herr Christian Hüttel, kommt jetzt die große Nachfrage nach Wärmepumpen und sind Sie der Nachfrage gewachsen oder was benötigen Sie, damit das jetzt so zusammenkommen kann? Also tatsächlich sehen wir jetzt im Rahmen der Krise vermehrt Anfragen, die wir bekommen aus dem Industriebereich. Und zwar geht es da auch vornehmlich gar nicht mehr massiv um Effizienzsteigerung, sondern man will sich auch über Versorgungssicherheit informieren. Also letztlich, ich hatte das Vergnügen, vorletzte Woche war das bei P625 in Holland zu sprechen. Da haben die Unternehmen tatsächlich die Angst, letztlich kein Gas mehr zu bekommen im Winter. Also wir reden über solche Themen inzwischen auch mit unseren Kunden. Unabhängig davon muss ich natürlich auch sagen, unsere Lieferantensituation hat sich nicht gebessert in der Krise. Also das bedeutet, wir sehen eben genau, wie es Herr Seebach beschrieben hat, wir haben heute ein Problem, Komponenten zu bekommen, die Komponenten zu Preisen wie vor der Krise zu bekommen, ist utopisch und wir werden auch nachher wahrscheinlich nicht mehr auf diese Preise zurückfallen können. Also der ganze Beschaffungsvorgang ist schwieriger geworden. Gleichzeitig wäre meine Bitte an der Stelle, wir müssen einfach mal an den Punkt kommen, wo wir vom Planen ins Doing übergehen. Denn wenn wir jetzt heute nicht schaffen, in den nächsten Jahren Referenzanlagen für industrielle Prozesswärme mit Wärmepumpen oder E-Kesseln oder was auch immer zu platzieren und dann zu zeigen, ja, das funktioniert technologisch, mit was auch immer vielleicht von einem kurzfristig angedachten Fördermechanismus, aber dass wir einfach zeigen, die Technologie kann es.
dann werden wir in 2045 niemals an dem Ziel der Dekarbonisierung anreichen, egal was wir uns vornehmen. Vielen Dank. Also vom Planning to Doing, auch das ist unser Anspruch. Und Herr Albert, wie können wir das schaffen? Was könnte Agora jetzt noch beitragen, damit es vielleicht dann schnell in die politische Umsetzung geht? Und was kann die Industrie erwarten, damit wir jetzt in der Krise nicht nur kurzfristige Entlastung schaffen, sondern auch langfristig auf Klimaneutralität bauen können? Ja, vielen Dank. Also ich glaube, die Agora-Studie und auch grundsätzlich die Arbeit, die sie machen, ist enorm wertvoll für uns. Wir befinden uns gerade jetzt auch nach der neuen Bundesregierung, nach der Umstrukturierung von einzelnen Programmen, nochmal in einer enormen Phase, wo viele Sachen auf den Prüfstand gestellt werden und auch nochmal auf gegebenenfalls, zum Beispiel für unser Programm gilt es, auf veränderte Beihilferegeln der Europäischen Kommission überprüft werden müssen und gegebenenfalls umstrukturiert werden müssen. Deswegen ist so ein Input jetzt für uns enorm hilfreich, insbesondere auch Detailpunkte, wo man sagt, okay, an dieser Stelle, wir hatten vorhin angesprochen, auch die Netzanschlüsse sind für die Anlagen zum Beispiel, oder der Kollege hat es angesprochen, relevant. Es geht nicht nur um die Anlagen an sich. Auch solche Detailpunkte sind für uns enorm hilfreich, wenn wir überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren, wie wir unsere Förderprogramme aufsetzen. Was wir jetzt für die Industrie planen, insbesondere wir jetzt hier in der Industrieabteilung, ich hatte da vorher schon über die Strom- und die Netzbereiche gesprochen, ist es halt erstmal, wie der Kollege von Siemens Energy angesprochen hat, auch diese Referenzanlagen zu unterstützen. Also Technologien, die sozusagen noch nicht vollkommen einsatzfähig sind. Ich denke jetzt zum Beispiel auf Hochtemperatur- oder Höchsttemperatur-Wärmepumpen, dort sozusagen in diesem noch etwas unsicheren Marktumfeld auch mit Fördergeldern diese Referenzanlagen und diese ersten Anlagen zu unterstützen, sodass klar wird, auch für alle Bereiche, und zwar nicht nur für die großen Hersteller, wie ich sage jetzt mal BASF, die ja wahrscheinlich, was ich aus dem Kommentar rauslese, das im Zweifel auch selber stemmen können, aber auch für die kleineren Anlagen, die vielleicht nicht so ein enormes Kapitalpolster haben und für die so eine Investition für die kleinen und mittelständischen Unternehmen doch eine enorme Herausforderung stellt, dass wir die jetzt zum Anfang hin unterstützen, wobei wir dann langfristig natürlich, wie richtig gesagt wurde, das nicht mit Milliarden Euro über Jahrzehnte hinweg unterstützen können, sondern da muss natürlich Regulierung kommen, es müssen Leitmärkte entstehen und am Ende muss das sich natürlich auch selber tragen. Bestimmt. Vielen Dank, Herr Albert. Ich danke dem ganzen Panel und natürlich auch meinen Kollegen, die diese Studie erarbeitet haben. Ich glaube, wir können zusammenfassen, dass wir hier wirklich ein Potenzial für Energieeffizienz, aber auch für die Unterstützung des Ausbaus der erneuerbaren Energien und dann eben auch zum Abbau des Gasverbrauchs haben. Und das muss jetzt schnell in die Umsetzung kommen. Kurzfristige Förderprogramme für diese Leuchtturmprojekte, die angesprochen wurden, das muss jetzt sein. Die Standardisierung in den verschiedenen Branchen, damit auch kleinere und mittelständische Unternehmen diese Lösungen anwenden können. Das wäre der nächste Schritt. Gleichzeitig Reform von Netzentgelten, CO2-Bepreisung und vielleicht anderen Abgaben und Umlagen, um wirklich sicherzustellen, wie Herr Seebach gesagt hat, dass das volkswirtschaftliche Optimum und das privatwirtschaftliche sich zumindest annähern. Und dann natürlich auch die ordnungsrechtlichen Aspekte, die angesprochen werden. All das müssen wir jetzt noch in der Abschlussstudie in Einklang bringen. Und wir danken für den Input durch das Panel, aber auch durch das Publikum. Und ich möchte damit diese Veranstaltung für heute abschließen.